Ja, ist auch okay. So, guten Morgen, ihr Lieben. Es geht gleich los. Kleinen Moment noch. Wie jeden Tag pünktlich 10 Uhr muss ich erstmal meine Moderatoren noch einladen. Jetzt muss ich mal eben gucken, wo die sind. So, da haben wir. Aha, okay, da. Kann man hier mal eine Einladung noch verschicken. So. Nee, wieso geht das jetzt hier schon wieder nicht? Ach, den Michael habe ich ja schon eingeladen, stimmt. So, guten Morgen, ihr Lieben, gleich geht's los. Wir warten noch einen kleinen Moment, bis alle da sind. Ich muss noch ein bisschen was verladen hier, so. Ein paar Ladungen am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. So, laden wir den Bobby auch mal ein, der liebe Bobby. So, so, zack. So, jetzt müssten wir eigentlich alle eingeladen haben. So. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Wie versprochen, 10 Uhr. Ich befinde mich in einer verlassenen Schule in Nordrhein-Westfalen. Der genaue Ort wird nicht bekannt gegeben. Ich möchte euch direkt darum bitten, wer den Ort erkennt, bitte nicht in den Chat schreiben, sonst gibt es eine Stummschaltung. Denn ja, es wurde hier leider auch schon wieder Feuer gelegt, Leute. Es ist hier viel passiert. Ihr seht es hier schon. Hier wurde Feuer gelegt. Das ist die Turnhalle der Schule. Da hinten ist auch Feuer gelegt worden. Da hat die Feuerwehr, ja, die musste da das Dach wohl aufreißen, damit die da an den Brandherd dran kamen. Dann wurde da hinten in der Ecke schon wieder Feuer gelegt. Es ist sehr, sehr schade um diese wirklich schöne. Das ist eine richtig schöne Turnhalle, Leute. So eine richtig alte, aber wirklich schöne. Ne? Hier das Klettergerüst. Ne? Als Kind kannte ich das auch noch. Immer schön rauf und runter geklettert. Unten lagen die Fußmatten, falls man mal runterfällt. Kann ja passieren, ne? Dass man dann zumindest mal weich landet. Was ich einfach nicht nachvollziehen kann, Leute, ist halt ja, dieser ständige Vandalismus. Ne, ihr seht das hier, ne, es ist einfach alles zerstört. Graffitis finde ich ja immer schön, das kennt ihr ja auch alles schon. Aber dieses, ja, dieses ständige, ewige Theater mit den Brandstiftern. Hier, guckt euch das mal an. Übrigens Mr. T war auch schon hier. Er ist da in der Ecke. Jetzt schaut euch das mal an hier. Hier hat es gebrannt, wieder einmal. Ne, das muss erst vor kurzem passiert sein. Dann wurde hier Feuer gelegt. Das ist im Dezember wohl passiert oder November. Es ist für mich einfach nicht nachvollziehbar, warum man sowas machen muss. Eine sehr, sehr schöne Location. Leute, wenn euch das live gefällt, dann bitte teilen, teilen, teilen und liken. Ganz wichtig, teilt es bitte mit euren Freunden, mit euren Bekannten, Verwandten. So, wir gehen jetzt hier durch. Hier waren damals die Duschräume. So. Alter Falter. Diese Krawallmacher. Ich habe gerade noch jemanden hier auf dem Gelände getroffen, mit ihm kurz gequatscht. Der hat mir erzählt, dass die Krawallbürsten immer abends kommen. Ah, guck mal hier, die ganz alten. Kennt ihr die noch, Leute? Hier. Damit haben wir uns früher die Haare geföhnt, ne? Diese ganz alten, super schönen Haartrockner aus den 70er oder 80er Jahren. Ja, Toni, Tobi, da hast du recht. Das sind, ja, die haben Langeweile. Die haben einfach Langeweile. Das ist, ja, ich sag ja, gegen Graffitis habe ich nichts, weil ich die einfach auch schön finde. Wenn sie schön sind, keine Frage. Ne, aber ihr seht es ja hier. Der Vandalismus, der nimmt halt immer schlimmere Formen an. Hier waren damals die Duschen. Hier gab es sowohl die Turnhalle, die ich euch gerade gezeigt habe, wie auch eine Schwimmhalle. Da gehen wir jetzt hin. Mal eine Runde ins Planschbecken, Leute. Hier waren die Duschräume für die Knaben. So wurden die damals hier genannt, die Jungs. Knaben. Ne? Hier ist jetzt die Schwimmhalle. Boah, Leute, ey, guckt euch das mal an. Das ist der absolute Hammer.
Augenblick. So, das war jetzt kurz der liebe Rolf. So. Leute, guckt euch das an hier. Guten Morgen, Michael, Lost Place Hunter Crew. Also ich habe ja wirklich schon viel erlebt, Leute, aber das, also der Vandalismus hier, der nimmt immer schlimmere Formen an. Schaut euch das mal an. Das alte Schwimmbecken. Wahnsinn, guckt euch das an. Absoluter Hammer. Eine schöne Location, was jetzt die Graffitis angeht. Dieses Gelände ist riesig, Leute. Das ist hier, war damals, hier riecht es überall noch so ein bisschen nach Feuer, Leute. Michael, guten Morgen. Ich wollte dir mal eben sagen, hier wurde schon wieder Feuer gelegt. In der Turnhalle hat es ein weiteres Mal gebrannt, scheinbar. Es ist der absolute Hammer. Die haben ja wirklich mächtig randaliert. Hier gibt es aber tatsächlich einige richtig schöne Graffitis, Leute. Da hinten, das ist neu. Als wir im November letzten Jahres hier waren, war das noch nicht. Guckt euch das mal an hier. Alter Schwede. Ja, Leute, wie gesagt, wenn euch das live gefällt, bitte teilen. Teilen, teilen, teilen. Ganz wichtig, teilen, teilen, teilen. Und ich gehe mal davon aus, das war so ein Becken, das 2 Meter tief war. Mehr nicht. Könnte man von ausgehen. So. Da oben ist noch ein Gebäude, Leute. Da sind wir jetzt gleich drin. Da gehen wir gleich rein. Mein Gott, Walter. Was ist hier nur passiert? Mit diesem alten Schwimmbad. Leute, 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 eine super Schule. Das hat man auch selten, dass eine Schule ein eigenes Schwimmbad hat. Und eine schöne Turnhalle, die gibt es ja meistens an fast jeder Schule. Ich denke mal, der Tisch wurde hier hingestellt, damit die Graffitis früher besser hier oben ihre Tags hinterlassen können. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Wenn euch das live gefällt, bitte teilen, teilen, teilen. Ganz wichtig, bitte teilen, immer wieder teilen, liken, liken. So. Das Schwede, guckt euch das an hier. Die haben hier einfach alles zerstört. Ne? Tische, Stühle haben sie hier ins Becken geschmissen. Guckt euch das mal an. Hier liegt sogar eine Schwimmflosse, Leute. Alter Schwede. Mein Gott, Walter. Mein Gott, Mann, Mann, Mann. Guckt euch das an hier. Was ist nur aus dieser schönen Location geworden? Ja, ich gehe mal davon aus, das Becken hier war noch nicht mal 2 Meter tief. Ne? Also ich bin ja schon 1,85 groß. Also... Ja, also ich denke mal so 1,5 Meter war die Tiefe hier hoch. Ne? Ja. Wahnsinn. Guckt euch das an. Was für eine Location. Hier gibt es aber richtig geile Graffitis, Leute. Alter Falter. Alter Falter. Was ist das hier? Astrein? Astrein, okay. Naja, mein Gott. Hier weitere Duschen. Ich denke mal für die Mädels damals. Ne? Leute, guckt euch das an hier. Der absolute Hammer. Was die hier zerstört haben, ehrlich, ich kapiere das einfach nicht. Der absolute Hammer. Ich habe die ganze Decke hier rausgerissen. Da hat es jetzt auch gebrannt, hier vorne. Mein Gott, Walter. Alter, Walter. Alter, guckt euch das an hier. Da holt sich die Natur zurück, was man ihr geklaut hat. So,
So Leute, wir gehen mal weiter. Mal gucken, ob die Lehrerin schon da ist. Ne? Wir wollten ja heute hier in der Schule ein bisschen lernen. Ne? Frau Rottenmeier, mal gucken, ob sie da ist. So, Fräulein Rottenmeier, wo sind Sie bloß geblieben? Was ist aus dieser Schule geworden? So Leute, hier nochmal ein Blick auf die Schwimmhalle. Das ist jetzt hier die Schwimmhalle, in der wir gerade drin waren. Guten Morgen, Itze. Und jetzt gehen wir in die Schule. Fräulein Rottenmeier wartet schon. Ich bin schon wieder zu spät. Sie sagte, ich soll um 8 Uhr da sein. Jetzt haben wir schon 10 Uhr, Leute. Aber wo ist denn jetzt Fräulein Rottenmeier? Wo ist sie denn geblieben? Alles fit? Jo, bei dir hoffentlich auch. Heute ist mal wieder leider nicht so richtig mein Tag. Ne, die letzten 2 Tage war sehr schön. Heute war das nicht so. Meine Ohren spielen wieder etwas verrückt. Aber Leute, solange ich noch gerade laufen kann, gehe ich trotzdem auf Tour. Guckt euch das mal an hier. Das bin ich, wenn ich schlechte Laune habe, Leute. Ne, das ist auch ein richtig geiles Graffiti, muss ich sagen. Ne, das ist schon echt ein richtig geiles Ding. Ne? Ja, guten Morgen nach Süddeutschland. Hier ist eine verlassene Schule in Nordrhein-Westfalen. Ich bin gerade noch auf der Suche nach Fräulein Rottenmeier. Habe sie noch nicht gefunden. Leute, Kunst der Kinder, guckt mal. Schön zu sehen, dass wenigstens das nicht zerstört wurde. Guten Morgen, MyHap. Bitte mal bei meinen Moderatoren das Plus wegmachen. So. Leute, wie gesagt, wenn euch das live gefällt, bitte teilen, 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 ganz wichtig. Hier ist auch noch so ein richtig schönes Graffiti, Leute. Guckt es euch an. Wunderschön. Sind, ne? Der absolute Hammer. Voll gruselig. Ja, also ich kann hier nur jeden abraten, alleine reinzugehen. Leute, ich habe mich gerade mit jemandem unterhalten, den ich hier auf dem Gelände kurz getroffen habe. Der hat mir erzählt, dass hier immer wieder Krawallmacher wohl auftauchen, die hier Randale machen. Aber das ist ja auch kein Wunder. Man sieht es ja auch. Ne? Ich bin hier auch nicht alleine, ich höre hier immer wieder Geräusche. Aber gesehen habe ich noch niemanden, bis auf den Typ, den ich am Eingang getroffen habe. Aber gut, wir machen jetzt einfach mal weiter. So Leute, stellt euch mal hier mal, das ja. Eine alte Schule. Hier hinter ist die Aula, Leute, die zeige ich euch gleich. Ich bin immer noch auf der Suche nach Fräulein Rottenmeier. Das ist meine Klassenlehrerin. Die hat gesagt, ich soll sofort kommen. Sie hätte schon die Gardinen aufgehängt. Aber irgendwie finde ich Fräulein Rottenmeier hier nicht. Vielleicht habe ich mich auch heute wieder mit der Schule verrechnet. Aber ich bin in der falschen Schule gelandet. Das kann natürlich auch sein. Aber die hat die Gardine aufgehängt. Die hängt ja da oben, Leute. Ne? Ja, ja, da hängt die Gardine, Leute. Aber Fräulein Rottenmeier hat für Durchzug gesorgt. Die Fenster sind schon geöffnet. Und die hat sie dann auch noch auf den Boden geschmissen. Also Fräulein Rottenmeier, sowas gibt es ja nicht. Ne? Leute, Leute, Leute. Das ist meine alte Schule. Ja, da kannst du mal sehen, was aus deiner alten Schule geworden ist. Ne? Leute, hier gibt es richtig schöne Graffitis. Hier stinkt es nach, ja, keine Ahnung, Schimmel. Vom Hoste, keine Ahnung. Ich muss mal meine Maske gleich aufziehen, sonst kriege ich wieder Halsschmerzen. Also ich weiß nicht, Leute, das war bestimmt hier mal irgendwie vielleicht der Raum vom Hausmeister oder sowas hier. Keine Ahnung. Die haben hier einfach aber auch wirklich alles kaputt gekloppt, ne? Boah.
Leute, guckt euch das an. Alter, das gibt's alles nicht, ne? Guten Morgen, lieber Jörg von den Autohändlern. Alter Schwede, was haben die mit der Schule angestellt? Jetzt weiß ich auch, warum ich Fräulein Rottenmeier nicht finde, die mich heute eigentlich unterrichten wollte. Die hat gesagt, ich bin immer so böse, ich muss nachsitzen, ne, weil ich immer die Schule schwänze. Boah, guckt euch mal diese geilen Graffitis an hier. Alter Schwede, ist das eine Hammer-Location. Eine riesige Schule irgendwo in NRW, Leute. Boah, hier war bestimmt der Hausmeister drin. Hundertprozentig, hier war der Hausmeister bestimmt drin. Ne, der musste ja irgendwo auch irgendwie mal rumsitzen. Wahnsinn, die haben alles geklaut hier, ne? Die ist im Bio-Unterricht, na super, da muss ich mal gucken, wo die Bio-Abteilung ist. Ach, hier ist eine Schulklasse, guten Morgen, hier bin ich. Ich bin auch pünktlich, aber irgendwie, ja, wo sind denn jetzt die Lehrer, Mensch? Also ich verstehe das alles nicht. Ne, ich sehe hier vor lauter Graffiti die Schüler nicht und die Lehrer sind auch nicht da, Leute. Hier, ein schöner Stuhl. Hier liegen überall CD-Hüllen rum. Wahnsinn, Leute, guckt euch das an. Teilweise die Fenster noch heile, kaum zu glauben. Sehr schade, ja, da hast du recht, das ist echt schade, was aus diesem Gebäude geworden ist. Ja, das ist einfach, ja, ich sag mal, eben die Leute haben irgendwie scheinbar nichts im Kopf. Das ist halt das Problem, dass die immer alles zerstören. Ja, Michael, macht gut. Wir sehen uns in einer Woche. Wahnsinn, Leute. Hier auch noch alles da. Ein paar Schränke, ein paar Tische. Alter Schwede. Guckt euch das an hier. Der absolute Hammer. Leute, wenn euch das Live gefällt, bitte teilen, teilen, teilen. Nicht vergessen, bitte immer wieder das Live teilen. Was bin ich froh, dass ich vernünftige Schuhe mittlerweile habe, bei dem ganzen Unrat, der auf dem Boden liegt. Wahnsinn, was für ein riesiges Gebäude, Leute. Fräulein Rottenmeier, wo sind Sie denn bloß geblieben? Wo ist die letzte Frau geblieben? Sie haben sich alle aus dem Staub gemacht. Ist aber auch ehrlich gesagt kein Wunder, Leute, ne? Also die Schule, die sieht ja so aus, als wenn die Fräulein Rottenmeier hier fluchtartig die Flucht ergriffen hat, ne? Leute, guckt euch das an. Die haben aber auch alles zerstört hier, ne? Die Decke rausgerissen, um an die Kabel zu kommen. Wo bist du unterwegs? Ich bin in einer verlassenen Schule in Nordrhein-Westfalen. Der genaue Ort wird nicht bekannt gegeben, um die Schule zu schützen vor Feuerteufeln, denn die haben schon dreimal die Turnhalle angezündet. Boah, Leute. Alter Schwede. Boah, guckt euch das mal an. Hier liegen noch die Klassenklamotten rum. Wahnsinn, das darf doch alles nicht wahr sein, ey. Alter Schwede. Mein Gott, Alter. Ich krieg die Krise hier. Leute, wenn ihr glaubt, ihr habt schon alles gesehen, da muss ich euch leider enttäuschen. Da hinten ist noch mehr. Ja, diese Schule ist groß, Leute. Ja, diese Schule ist sehr groß. 300.000 Quadratmeter groß, Leute. Also sowas habt ihr im Leben noch nicht gesehen. Aber es ist tatsächlich so, wir suchen jetzt mal das Treppenhaus, dann kann ich euch das mal von oben zeigen. Boah, stinkt das hier. Alter Schwede. Ach, hier zeige ich euch mal, Leute. Hier könnt ihr einen Teil des Geländes mal sehen, wie viele Gebäude das überhaupt sind, ne? Also, das ist schon echt ein Hammer hier. Alles, was ihr jetzt hier seht, ist alles Lost Place, Leute. Lost Place ohne Ende, ne? Und das ist noch längst nicht alles.
hier die Knaben, wie ich euch das eben schon mal gesagt habe. Damals wurden die Knaben genannt hier. Das kenne ich übrigens auch tatsächlich noch aus meiner Kindheit. Da war an den Toiletten auch das Wort Knaben. Hier waren damals die Toiletten drin. Hier auch. Das ist eine verlassene Schule in Nordrhein-Westfalen. Das war nicht nur eine Schule, hier war auch so ein Internat drin, Leute. Da haben die Schüler und die Lehrer tatsächlich auch auf dem Gelände gewohnt. Haben sich aber tatsächlich wohl alles geteilt hier, was die Gebäude angeht. Leute, jetzt gehen wir nach oben in die erste Etage. Hier waren wir ja schon. Hier waren damals auch Toiletten. Ne, stimmt gar nicht, Leute. Hier war die Gebäudereinigung. Was erzähle ich denn da schon wieder für einen Unfug? So. Guckt euch das mal an hier. Das ist echt nicht mehr normal. Aber ich stelle fest, hier sind die Fenster noch heile. Zumindest hier in diesem Gang, Leute. Ich würde sagen, in den Keller gehen wir besser nicht, Leute, sonst ist gleich wieder kein Empfang. Das muss ja nicht sein. Wenn es da was Interessantes gibt, gibt es das später in einem Kurzvideo zu sehen. Hier stehen Bierpullen rum. Oh mein Gott, Alter. Das ist alles nicht mehr normal, Leute. So, Live-Anfragen werden keine angenommen und schon gar nicht aus Ägypten. So, Leute, boah, Alter, hier stinkt's, mein Gott. Hier muss erst vor kurzem gespült worden sein, hier stinkt's extrem nach Farbe, Leute. Boah, guckt euch das mal an hier. Ich glaube, es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht wahr sein, dass ich so total den Halt verliere. Leute, Leute, guckt euch das mal an hier. Da gehen wir aber jetzt nicht hoch. Aber es ist schön zu sehen, dass diese Türe noch heile ist. Guten Morgen, liebe Nicole. Das ist ja schon mal schön. Deshalb lacht der bestimmt auch so grinsend hier. Guckt euch das mal an. Ne? Hallo, ich rufe jetzt die Polizei. Ja, von mir aus kannst du auch die Feuerwehr rufen. Das ist mir sowas von Latte, was du tust. Wir schmeißen dich jetzt erstmal aus dem Chat. Ich sag euch, Leute, wenn so oft die Polizei kommen würde, ne, wie die Leute die rufen, dann wäre ich schon seit 20 Jahren hinter Gittern und könnte mir da die verlassene Schule aus der Zelle angucken. Ne, das sind immer wieder so die Herrschaften, die nichts zu tun haben, ne, keine Hobbys haben, so wie ich. Das ist dann natürlich nicht so gut, ne? Aber davon lassen wir uns ja auch nicht beeindrucken. Ne? Leute, draußen ist es mal wieder am Regnen. Das sind auch so Sachen, die mir mächtig auf den Zeiger gehen. Hier, Schwarzschimmel, Leute. Nicht gut. Deshalb bleiben wir auch nicht zu lange hier. Alter Schwede. Wo das ist, wird nicht bekannt gegeben, Leute. Ich bin in einer verlassenen Schule in Nordrhein-Westfalen. Der genaue Ort bleibt geheim, um die Schule zu schützen, denn es wurde schon wieder Feuer gelegt. Die Turnhalle wurde zum dritten Mal in Brand gesetzt und genau aus diesem Grunde, Leute, halten wir alles geheim. Hier Hausaufgaben, seht ihr da, Leute? Ich habe meine Hausaufgaben auf jeden Fall gemacht und trotzdem, Fräulein Rottenmeier, ja, die ist nicht da, Leute. Ihr seht es, ich suche die Rottenmeier schon die ganze Zeit wie ein Bekloppter und finde sie nicht. Ich weiß, wo das ist in Ordnung, bitte aber nicht schreiben, wo es ist. So, Leute. Wahnsinn, was eine geile Location, Leute. Danke fürs Folgen, Leute, danke für die Geschenke. Wenn euch das live gefällt, dann bitte teilen, teilen, teilen.
bitte immer wieder das Live teilen mit euren Freunden und Bekannten und die darum bitten, es weiterzuteilen. Liken, wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr den Kanal auch gerne abonnieren. Morgen geht's weiter, Leute. Das nächste Lost Place ruft. Morgen wird es allerdings etwas früher als heute. Da geht es schon um 9 Uhr los mit Lost Place. Morgen wird es auch richtig spannend. So, zwischen 9 und 10 Uhr morgen werdet ihr Gebäude sehen. Da fallen euch echt, ja, da fallt ihr vom Glauben ab. Noch größer, obwohl ich glaube, nee, größer eher nicht. Ich glaube, das Ding hier, das ist schon das Größte bis jetzt. Guckt euch das an hier. Ich war da auch schon. Es ist noch gar nicht so lange her, wo die Fenster eingesetzt wurden. Ja. Es ist schon wirklich schade, was aus dieser Location geworden ist. Ich versuche heute alles mal ein bisschen langsamer zu machen, dann könnt ihr das auch besser erkennen. Hier haben sie wieder die Türen rausgetreten. Ich kann es einfach nicht verstehen. Mal gucken, dass ich hier durchkomme. Ein halbwegs sauberer Raum. Fenster sind noch alle heile, Leute. Es ist kaum zu glauben, aber es ist wahr. Boah, ist das ein Wind draußen, ey. Mein Gott, Walter. Boah, Leute. Warum ist die Schule geschlossen? Ja, das frage ich mich auch. Ich gehe mal davon aus, dass einfach alles zu alt war und es deshalb dicht gemacht wurde. Ihr seht ja, alles, was ihr da draußen seht, Leute, ist Lost Place. Ne? Alles verlassen seit, wenn ich mich nicht täusche, 2016, 2014, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall schon ein paar Jährchen, Leute, dass hier alles geschlossen ist. Ihr seht ja, wie groß das Gelände ist. Ne? Das ist ja eine riesige Location. Ja, hier wird überall Geld reingesteckt und dann letzten Endes alles dicht gemacht. Sehr, sehr schade, Leute. Die war schon 8-mal. Ja, das ist sehr, sehr traurig, dass sowas immer wieder passiert. Das sind halt Leute, die haben keine Hobbys und zerstören alles oder fackeln eben alles ab. Sehr, sehr schade. Da draußen läuft ein Eichhörnchen. Ja, was machst du denn hier in dieser verlassenen Schule? Suchst du auch Fräulein Rottenmeier? Boah, stinkt das hier, Leute. Echt, das ist der Hammer. Da läuft das Eichhörnchen am Tor. Ein schnuckliges, süßes Eichhörnchen. Naja, wir gehen mal besser wieder rein. So. Alter, Alter. Ja, hier riecht es natürlich, Leute. Ein bisschen so, ich kann das nicht beschreiben, so alt eben, ne? Vermoost, irgendwie nach Moos und Schimmel und keine Ahnung. Ne, das ist natürlich auch, weil überall die Fenster kaputt sind. Ne? Und dieses arme Gebäude natürlich dann auch, ja, diesem ganzen Wetter ausgesetzt ist. Ja. Leute, guckt euch das an hier, die haben hier einfach alles geklaut, ne? Die Kabeldiebe, das ist schon echt der absolute Hammer. Ja, ich glaube, der Kollege, der ist bestimmt auch schon genervt, weil hier dauernd irgendwelche Bekloppten Feuer legen und weiß ich nicht, was hier noch alles so passiert.
einfach nur schade um diese schöne Kulisse hier. Das war mal richtig ein richtig schickes, schönes Gebäude, Leute. Das ist der Hammer. Man rennt hier tatsächlich nur über Unrat, Leute. Anmeldung, Zimmer 69. Ich glaube, hier war die, wie heißt das nochmal in der Schule? Das Sekretariat, ne? War hier. Ja. Frisch vom Fröhlich ans Werk. Aber irgendwie, hier ist ein Plakat, Leute, so ein Kalender. Oh ja, die Schule ist schon länger geschlossen. Hier, das ist der letzte Eintrag hier von 2009 bzw. 2010. Hier, Mai 2010 vermute ich mal, oder 2009, ist der letzte Eintrag hier mit diesem roten, ne, stimmt gar nicht, hier am 4. Juni war nochmal ein Strich. Leute, dann ist das Ding aber doch schon ganz schön lange geschlossen, ne? Alter Falter. Boah, Wahnsinn. Danke fürs Folgen, Leute. Wenn euch das live gefällt, bitte teilen. Leute, ich verstehe das alles nicht. Da ist die Aula. Dann gehen wir jetzt auch rein. So. Leute. Der absolute Hammer hier. Boah, stinkt das hier überall nach Schimmel, ey. Schimmel oder irgendwas anderes, keine Ahnung, Leute. Guckt euch das an. Wahnsinn. Leute, nochmal der Hinweis. Keine Orte raushauen. Brav sein, sonst gibt es eine Stummschaltung. Ja, hier ist auch wieder Schimmel an der Wand. Boah, das gibt es alles nicht. Alter Falter. Nee, diese Schule, die will überhaupt gar nicht mehr aufhören, Leute. Aber wir gehen jetzt erstmal in die Aula. So, hier, guckt mal. Da ist das nächste Gebäude, Leute. Da. So, jetzt gehen wir aber erstmal rüber in die Aula. So. Immer steht hier irgendwas im Weg rum. Guten Morgen, ihr Lieben. Danke für die Geschenke. So, jetzt brauche ich aber eine andere Lampe. Na, jetzt müssen wir mal eben die O-Light rausrücken, weil hier wird es nämlich jetzt etwas dunkler in der Aula. Hier haben früher die Schüler und die Lehrer ihre Aufführungen gehabt. Alter Schwede, wie sieht das hier aus? Ich kriege einen Dachwurm, ey. Leute, guckt euch das mal an hier. Ach, was steht denn hier im Weg rum? Das darf alles nicht wahr sein. Das wird immer schlimmer mit den Krawallbrüdern. Guckt euch das an hier. Hoffentlich stürzt die Birne hier nicht unter mir ein. Das sieht alles nicht mehr so richtig stabil aus hier. Leute, guckt euch das an. Ist schlimm. Das gibt es alles nicht. Kann man sich das mal vorstellen, dass hier mal die Schüler und die Lehrer Veranstaltungen hatten, ne? Wahnsinn.
Wahnsinn, ehrlich. So, guckt euch das mal an. Ja, hier regnet es irgendwie auch so ein bisschen rein. Hier ist alles nass. Ist ganz schön wackelig hier unter mir, sag ich euch. Oh. Leute, einfach traurig, was aus diesem Location geworden ist. Einfach nur traurig. Was steht hier? Aha, okay. Leute, jetzt seht ihr die Location mal von der anderen Seite. Hier ist noch mehr. Das ist jetzt die Rückseite der Location. Die habt ihr noch nicht gesehen. Da sind noch mehr Gebäude. Moment, jetzt machen wir erstmal das Bild wieder so ein bisschen scharf. Also das Gebäude hier, beziehungsweise der ganze Komplex hat so circa, wenn mich nicht alles täuscht, 300.000 Quadratmeter. Das ist schon wirklich, ja, groß. Aber hier gibt es tatsächlich richtig schöne Graffitis, Leute. Der liebe Jörg von den Autohändlern ist auch wieder da. Oh. Oh. Guckt euch das an hier. Richtig geil. Echt sehr, sehr schade, was aus dieser Schule geworden ist. Das ist einer der größten Schulen, die ich bis jetzt besucht habe. Da sind die anderen Schulen echt klein gegen, Leute. Aber diese Schule hier mit seinen fast 300.000 Quadratmetern und vielen leerstehenden kleinen und großen Gebäuden, das ist schon echt ja riesig. Ich sag ja, hier war ja nicht nur eine Schule. Hier war auch noch so ein Internat oder sowas. Die Schüler und Lehrer haben tatsächlich hier auch auf dem Gelände gewohnt. Man rennt hier tatsächlich nur auf Unrat, Leute. Hier könnt ihr die Schule noch mal von der Rückseite sehen. Das sind da hinten die kleineren Gebäude. Da gehen wir gleich rein, Leute. Da ist eines der schönsten und geilsten Graffitis drin, die ihr bis jetzt gesehen habt. Richtig geil, wenn es nicht übermalt wurde. Jetzt müssen wir hier aber erstmal raus aus dem Gebäude, um ins nächste reinzugehen. Weil ich sehe das nicht ein, nur um eine Abkürzung zu laufen, jetzt hier durchs Fenster zu springen. Kein Bock drauf. So seht ihr wenigstens alles. Hier können wir nicht lang, Leute. Der Zaun ist das Problem, aber da gibt es ein Bike, um in das Gebäude zu kommen. Alles kein Problem. Ich weiß noch, als ich das erste Mal hier war, Leute, habe ich mich hier echt verlaufen, weil das einfach zu groß ist. Aber ich kenne das Gebäude jetzt gut und auch alle Fluchtwege, die man sich immer bereithalten muss, falls mal ungebetene Gäste kommen. So Leute, ich zeige euch jetzt nochmal die Schwimmhalle und die Turnhalle und dann gehen wir rüber ins nächste Gebäude. Da draußen läuft der Typ rum, den ich gerade getroffen habe. Mit dem habe ich eben gequasselt
Ey, knallt hier auch noch die Tür zu durch den Wind. So. Hier ist nochmal die Schwimmhalle, Leute. Eine wirklich schöne Location. Richtig schöne Graffitis. Guten Morgen, Chris, Lost Place Live. Der absolute Hammer. Ja. Nee, das glaube ich eher nicht. Ich bin ja jetzt tatsächlich nicht im Horrorhaus, sondern in einer verlassenen Schule, die leider dem Vandalismus ausgesetzt ist. So. Leute, Moment. Alles klar. Nochmal ein Blick auf die Schwimmhalle und dann gehen wir rüber in die Turnhalle. Das Gebäude da drüben, da waren wir jetzt. So. So, mal eben gucken, ob hier... So, alles klar, Herr Kommissar. Danke für die Geschenke, Leute. Hier waren damals die Duschen. Ja, Graffitis sind richtig geil, aber leider der Vandalismus, den finde ich gar nicht geil. Die haben hier alles geklaut, Leute. Die haben hier die Rohre geklaut, die haben die Kabel geklaut. Das ist einfach schlimm. Hier wurde jetzt schon zum dritten Mal Feuer gelegt, Leute. Im letzten Jahr hat es hier gebrannt und scheinbar jetzt schon wieder. Das ist jetzt die Turnhalle. Hier wurde schon zum dritten Mal Feuer gelegt, Leute. Das ist letztes Jahr passiert hier. Das hier und da hinten, da hat es gebrannt, das ist im letzten Jahr passiert und da in der Ecke links wieder ein Feuer gelegt. Wann das jetzt passiert ist, weiß ich nicht. Hinten Mr. Thies. Ich könnte echt mich über sowas, ich weiß es nicht, ich verstehe es einfach nicht, warum sowas passieren muss, warum die Leute es einfach nicht sein lassen können. So Leute, wir gehen jetzt raus. Hier seht ihr noch die Absperrung von der Feuerwehr. Ja Leute, jetzt habt ihr die Rückseite und die Vorderseite gesehen, aber das war noch lange nicht alles. Es geht weiter. Da sind noch mehr Gebäude. Alles Lost Place, Leute. 300.000 Quadratmeter, riesengroß. Einer der größten verlassenen Schulen, die ich bis jetzt besucht habe. Wie gesagt, hier war ja nicht nur eine Schule, hier war auch ein Internat drin. Die Schüler haben in diesen Gebäuden gewohnt. So. In dem Gebäude wurde leider auch schon Feuer gelegt, Leute. Ja, 300.000 Quadratmeter. So, Leute. Eben mal hier runterstiefeln, einen Augenblick. Ah! Ich diese Stiefelei hasse, ne? So Leute, könnt ihr mal die Turnhalle von außen sehen. Da hat die Feuerwehr die ganze Nacht gekämpft, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen, damit die nicht auf das Schulgebäude überschlagen. Der absolute Hammer. Alles Lost Place da hinten. Ja, 30.000 kann auch sein. So. Das ist der Hammer, Leute. In welcher Stadt das ist, wird nicht bekannt gegeben. Orte bleiben geheim. So. Ihr seht, Leute, hier wurde auch Feuer gelegt. Ihr könnt es da schon sehen. Ich gehe da auch nicht rein, weil es extrem stinkt. Alles abgebrannt da hinten. Ich denke mal, ihr seht das ja. Das war übrigens im letzten Jahr tatsächlich noch nicht. Also das ist für mich nicht nachvollziehbar, wie sowas immer wieder passieren kann. Schaut euch das an. Hier stinkt es auch extrem. Deshalb gehen wir hier auch sofort wieder raus. Ne? Weiter geht's.
hinten gibt es noch mehr Gebäude. Das Ding ist echt riesig, Leute. Und nochmal, wenn euch das live gefällt, bitte teilen, teilen, teilen und liken. Jetzt muss ich mal eben gucken, in einer dieser Gebäude hier hat sich ein Obdachloser eingerichtet. Mit dem habe ich ja eben gequatscht. Jetzt muss ich mal gucken, in welchem Gebäude der ist. Vielleicht ist der auch hier drin, das ist nämlich zu. Mal eben schauen, weil der hat mich gebeten, ihn bitte nicht zu filmen. Der hat Angst, das kann ich auch durchaus verstehen. Hier ist eine Tür offen, dann gehen wir hier rein, Leute. Aber hier hat es wohl auch schon wieder gebrannt, ne? Das ist zum Kotzen. Die klauen aber auch echt alles, was nicht nur nagelfest ist hier. Da sind noch mehr Gebäude, Leute. Da unten. So. Die Schule ist seit 2016 geschlossen. Da waren keine Kinder mehr hier drin. Ja. Ja, ich glaube, hier haben sie auch schon wieder Feuer gelegt. Ja, hier hat es auch gebrannt. Es ist zum Verrücktwerden. So, das ist jetzt die Tür, wo wir gerade nicht reingekommen sind. Okay. Leute, ich sage euch, das ist eine geile Location. Das geht hier richtig schön groß. Guckt euch das mal an. Hier holt sich die Natur alles zurück, was man ihr geklaut hat. Da könnt ihr mal sehen, wie schnell das geht, ne? Wahnsinn. Hier sind ja, hier ist das Fenster noch heile. Kaum zu glauben. Dafür ist es da mal wieder kaputt, aber nur von innen. Haben sie die Kabel geklaut, die Steckdose ist noch da. Ja, das kann sein, dass sich der Obdachlose hier drin eingerichtet hat. Ja, von innen geht die Tür ja schon mal auf. So. So. Ja, so sehen jetzt tatsächlich alle diese Gebäude von innen aus, Leute. Diese kleinen Süßen hier. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass tatsächlich hier und der Lehrer sitzt auf seinem Stuhl. Ich sag da jetzt mal nichts zu. Also ich gehe mal davon aus, Leute, dass in diesen Gebäuden hier tatsächlich die Schüler und die Lehrer gewohnt haben. So. Das ist das Gebäude, in dem es gebrannt hat, mal wieder. Ja, Leute, wenn ihr glaubt, das war schon alles, da irrt ihr euch, da kommt noch viel, viel mehr. Wir gehen auch jetzt nicht in allen dieser viereckigen Gebäude rein, sonst bin ich hier morgen noch nicht fertig. Aber ich schwöre euch, die sehen von innen alle gleich aus, diese viereckigen Gebäude. Wir gehen tatsächlich nur in die interessantesten, denn ihr
Ihr seht, ihr habt jetzt hier die Gebäude gesehen und das Schulgebäude. Aber das ist noch nicht alles. Ne? Denn wenn ihr jetzt hier mal guckt, hier geht es weiter. Und noch mehr Gebäude und noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, immer mehr. Also ich sag ja, das ist groß hier. Es ist riesig, Leute. Es ist der Hammer. Eine richtig geile, große Location. Aber Leute, hier schon wieder Feuer. Guckt euch das mal an. Das war tatsächlich letztes Jahr noch nicht. Hier hat es auch gebrannt. Ich begreife das einfach nicht. Guckt euch das mal an da unten. Boah, stinkt das da. Mein Gott, Walter. Wir haben das halbe Gebäude hier abgefackelt. Guckt euch das an. Ich begreife es nicht. Ich begreife es einfach nicht. Was geht nur in den Köpfen von solchen Leuten vor? Leute, guckt euch das an. Ehrlich, man könnte meinen, man ist in Ostdeutschland irgendwo im Osten unterwegs. Da gibt es tatsächlich auch solche Gelände, die so groß sind wie dieses hier. Schaut euch das an, Lost Place. Alles, was ihr seht, ist verlassen, Leute. Alles Lost Place, egal wo ihr hinschaut. Da hinten in das Gebäude gehen wir gleich rein. Da sind die geilsten Graffitis. Ja, die haben nicht nur Langeweile, die haben einfach nichts im Kopf. Also wer sowas macht, Leute, der hat seine Chance auf Freiheit verloren. Die sollte man für immer wegsperren. Hier hat es auch gebrannt. Das wird immer schlimmer hier. Der Typ, den ich eben getroffen habe, der hat mir das auch erzählt, dass erst vor ein paar Tagen die Feuerwehr wieder hier war. Also ich verstehe aber auch tatsächlich nicht, warum die das Gelände nicht dicht machen. Also komplett so zumachen, dass hier keiner mehr reinkommt. Das ist dann halt eben so, Leute. Dann würde es auch für mich hier ebenso sein. Aber ne, die machen es einfach nicht. Die machen es einfach nicht. Ne? Stattdessen wird hier einfach alles zerstört. Aber Mr. T war auch schon wieder hier. Da unten im Keller sehe ich seinen Tag. Ich bin ja froh, dass dieser Keller noch nicht gebrannt hat. Da ist er. Ich hoffe, ihr könnt ihn so ein bisschen sehen. Da ist Mr. T. Er war wieder hier. Er kommt. Mr. T. Ich sag ja, der A-Team-Typ ist überall. So. Leute, das ist ja auch mal ein richtig heftiges Graffiti da. Da gehen wir mal hin. Da gucken wir uns mal ein bisschen näher an. Ich bin ja immer so neugierig, ne? So, da hat es auch schon wieder gebrannt. Man kann es sofort sehen, Leute, wo die Feuerteufel unterwegs waren. Ja, heftig, Leute, heftig. Jetzt guckt euch das mal an hier. Das ist ja mal richtig geil. Ha, ist das nicht cool? Moment mal eben, ich muss mal kurz die Kameraposition wechseln. Davon mache ich nämlich jetzt mal ein schönes Foto. So, Leute, was muss, das muss, ne? Einmal ein kurzes Foto machen. Heftig, einfach heftig. Und das ist noch längst nicht alles, Leute. Es wird gleich noch besser. Wartet mal ab. Wenn ihr glaubt, das ist das geilste Graffiti, da kommt gleich noch was viel Heftigeres. Da gehen wir jetzt gleich hin, aber ich muss erstmal kurz hier ein Video machen, Augenblick. Weil da mache ich heute Abend so ein schönes Kurzvideo, weil dieses hier ist neu. Also tatsächlich weiß ich davon nichts, das muss also neu sein. Beim letzten Mal oder ich habe es beim letzten Mal vielleicht auch gar nicht entdeckt. Das kann natürlich auch sein. Aber heftig, Leute, ne? Heftig. Leute, danke für die Geschenke, danke fürs Folgen. Ich kann nicht immer auf den Chat achten. So. So, mal eben. Ich bin hier in einer verlassenen Schule in Nordrhein-Westfalen. Der genaue Ort wird nicht bekannt gegeben. Jetzt schaut euch das mal an hier. Richtig geil, richtig coole Location. Leider aber auch hier viel Vandalismus. Aber richtig schöne Graffitis. Und eine riesige verlassene Kulisse. So Leute, jetzt habe ich das beendet. Das war jetzt extra fürs Video noch gesprochen. So.
Alles klar, Herr Kommissar. So, ich würde sagen, Leute, wir machen mal weiter. Heftig, ne? Diese ganzen Glasscherben hier. Was ist nur hier passiert, ne? Heftig, heftig. Ihr seht diese Gebäude tatsächlich alle im Viereck. Die sehen alle gleich aus von innen. Das ist echt eine Kulisse für so einen Film, den man hier drehen könnte. Der Film des Grauens oder so. Ja, das geht jetzt gerade nicht, lieber Michael. Ich bin nämlich noch live. Der liebe Michael hat gerade irgendwas geschrieben. Aber das machen wir dann, wenn ich hier gleich fertig bin, so in 20 Millionen Stunden. Ja. Ja, Leute, heftig, ne? Aber bis 11:30 müssen wir hier durch sein. Ich bin nämlich hier so 11:30 weg, weil um 12 Uhr haben die Blagen, Entschuldigung, dass ich das so sage, ich sage das aber, ist auch nicht böse gemeint, Schule aus. Hier ist nämlich tatsächlich auch noch eine aktive Schule irgendwo in der Nähe, weil es sind nämlich immer sehr viele Schüler dann unterwegs und heute ist ja Freitag und freitags bedeutet natürlich, die haben früher Schluss. Und die machen immer so viel Krach, so viel Krawall in den Bahnen, da habe ich irgendwie keine Lust zu. Weil heute bin ich nicht mit dem Auto unterwegs, sondern mit der Bahn. Hier hat jemand übernachtet. So. Wahnsinn, Leute, ne? Ne? Und wenn euch das live gefällt, Leute, dann bitte teilen. Teilen, teilen, teilen. Huch, was war das denn? So. Klassenraum 6 am frühen Morgen. Da hinten ist wohl irgendwie eine Straße, hier hört man den Verkehr. Guckt euch das mal an. Ich sag euch, die Natur, die holt sich alles zurück, was man ihr geklaut hat. Guten Morgen, Tina. So. Die Graffitis sind toll. Ja, hier gibt es tatsächlich einige richtig schöne. Jetzt gehen wir aber mal zu diesem Gebäude, Leute, mit den echt geilsten Graffitis, die ihr bis jetzt gesehen habt. Und verlassen mal diese viereckigen Gebäude. Die sehen ja von innen tatsächlich eh alle gleich aus. So. Echt schade, was hier raus geworden ist. Hier geht es runter in den Keller. Im Keller gehen wir nicht. Was ist denn hier? Ach, wartet mal eben. Oh, wie meine Schuhe schon wieder aussehen. Mann, 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 Mann. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Aber die Graffitis hier sind geil, Leute. Da kann man einfach nichts zu sagen. Ich denke mal, das wird auch Fräulein Rottenmeier so sehen. Ne? Auf diesem riesigen Gelände. Ich dachte, das sind ja 300.000 Quadratmeter. So kommt mir das zumindest vor. Ist aber tatsächlich nur 30.000, aber auch das ist schon jede Menge. So, Leute, wir verlassen diese Schönheit hier. Was die uns sagen will, kann ich mir schon denken. Und gehen mal weiter. Ja. Echt heftig, der ist hier auch geil, ne? Geil, Leute, einfach geil. Ich weiß, wo das ist in Ordnung. Bitte nicht in den Chat schreiben. Ihr seht ja, das bin ich am frühen Morgen. Ich gucke heute etwas griesgrämig hinvor. Aber was muss, das muss, ne? Ein riesiges, verlassenes Gelände. Absolute Hammer, Leute.
und weiter geht's. Da waren wir ja jetzt drin. Ja, die Alarmanlage hier, die bringt wohl auch nichts mehr. Die gibt keinen Ton mehr von sich. Absoluter Hammer. Birgit, das ist okay, dass du weißt, wo das ist, aber bitte keine Angaben dazu machen. So. Jetzt suche ich mir erstmal den besten Weg zu dem Gebäude da hinten. Ich glaube, hier können wir auch lang gehen. Hier gehen wir jetzt nicht rein, Leute. Ihr wisst ja, die viereckigen Gebäude sehen tatsächlich alle gleich aus von innen. Ja. So, und weiter geht's. Weil wenn ich euch jetzt tatsächlich alle Gebäude zeige, dann sind wir heute Abend um 20 Uhr hier noch. Aber die besten kommen jetzt erst, Leute. Jetzt geht's los. Da kommt jetzt eins der besten. Ach, herrlich, herrlich. Ich liebe es, Leute. Hier ist damals übrigens die Feuerwehr lang gefahren. Als es in der Turnhalle gebrannt hat, sind die diesen Weg hier hochgefahren. Hier war damals auch die Feuerwehrzufahrt. Ja, ja, Leute, da waren wir gerade. In dem Gebäude waren wir drin. Da ist ja die Schwimmhalle und die Turnhalle. Da waren wir überall drin. Und jetzt gehen wir hier rein. So, was macht denn das Ding hier? Hornbach, muss man nicht verstehen, sowas. So, Leute, auf geht's ins nächste Gebäude. Fräulein Rottenmeier, wo sind Sie? Ich suche Sie schon seit Stunden und finde Sie nicht. Hier, Garagen, Leute, kann man immer gebrauchen. Ich bin in einer verlassenen Schule in Nordrhein-Westfalen. Der genaue Ort wird nicht bekannt gegeben. Hier ist die Feuerwehreinfahrt. Also hier war wohl damals tatsächlich auch, gehe ich mal von aus, einer der Eingänge für die Lehrer, die dann hier auch irgendwo parken konnten. Wer hat hier seine Schubkarre vergessen? So, Leute. Also ich suche tatsächlich jetzt seit einer Stunde Fräulein Rottenmeier und habe sie immer noch nicht gefunden. Vielleicht finden wir sie ja jetzt hier. So. Alter Schwede. Ja. Gott sprach es Pferdelicht, doch Ruby fand den Schalter nicht. Nee, also hier gehen wir nicht. Nee, wir gehen da hinten, da ist die Treppe. Hier habe ich mich schon zweimal drin verlaufen. Einmal mit dem lieben Michael. Aber mittlerweile, Leute, weiß ich, rechts und nochmal rechts. Und dann ist das Treppengeländer irgendwo zu sehen. Boah, hier stinkt es überall. Man hört hier auch immer wieder komische Geräusche. Hier haben sie alles wieder geklaut. Wie sollte es auch anders sein? Ja, da ist die Treppe, die müssen wir hoch, Leute. Und das machen wir jetzt auch. Kabeldieb aus Leidenschaft. Ja, wenn ich dir dann in den Hintern trete, ist das auch aus Leidenschaft. So. Ja, so, wir gehen mal hoch. Ich liebe Fahrstühle, wenn sie denn mal funktionieren würden. Leute, hier war damals die, vermute ich mal, die Mensa. Also hier war damals irgendwie Küche, Mensa, keine Ahnung. Zumindest steht das auch hier. Leute, jetzt kriegt ihr noch mal einen Einblick auf dieses riesige Gelände. Guckt euch das an. In das Gebäude gehen wir auch gleich noch rein. Das sind auch richtig geile Graffitis. Machen wir gleich. Wenn wir hier rausgehen,
Da hinten waren wir gerade. Wo das ist in Nordrhein-Westfalen. Der genaue Ort wird nicht bekannt gegeben, um das Gebäude vor Feuerteufeln zu schützen, die hier schon mehrfach Feuer gelegt haben. Boah. Hier war die Küche, Leute. Oder wie das in der Schulsprache ja genannt wird, die Mensa. Heftig. Heftig, Leute. Einfach nur heftig. Aber immer wieder neue, schöne Graffitis. Aber gleich kriegt ihr eins zu sehen, Leute. Das ist der absolute Hammer. Dafür muss ich aber jetzt erstmal wieder klettern, um da reinzukommen in dieses Gebäude. Denn das kann man nur tatsächlich nur aus diesem Gebäude betreten, das andere nebenan. Das geht nicht draußen, weil das ist neben Wohnhäusern das einzige tatsächlich, wo man gesehen werden kann. Und deshalb muss man hier durch diese versteckte Tür durch. Dann kommt man da auch ungesehen rein. Ne, denn ich denke mal, die Anwohner hier, die haben die Faxen dermaßen dicke, was ich auch durchaus nachvollziehen kann. Ne, aber ich hoffe trotzdem, dass die immer noch ja, unterscheiden zwischen Feuerteufel und Lost Place. Ne? Denn ich bin ein Braver, ich mache nichts. Außer, dass ich jetzt hier dieses Stück Papier aufhebe und das hier ganz, ganz sanft über diese Türe hänge, damit ich mir nicht den Arsch aufschneide. Denn da sind Glasscherben in der Tür. So, Leute. Jetzt erlebt ihr wieder den Hubi bei seinen Kletterkünsten. Ihr seht ja, wie dünn das hier ist. Ne? Ich mit meinem dicken Bauch durch das Ding, das ist immer wieder lustig. Der Michael, der fand das klasse. Ich finde das gar nicht klasse. Jetzt heißt es klettern, Leute. Das heißt erstmal mein Täschchen zur Seite. Das stellen wir schon mal weg. Die Sachen aus der Tasche raus. Ja, Paul, das ist lustig, aber glaubet mir, das ist für mich gar nicht einfach, da durchzukommen mit meinem dicken Hintern und meinem dicken Bauch. Aber da das nicht mein erstes Mal ist, jetzt geht's los, weiß ich, wie es funktioniert. Oh. Leute, am Hintern piekst es. Irgendwas hat gepiekst, jetzt hänge ich auch noch fest hier in der Schraube. Der Hubi und seine Kletterkünste. Warum schließen die auch immer alle Türen ab? Nee. Ach nee, ich sag euch, Leute, ein Gekletter am frühen Morgen. Aber glaubt mir, Leute, es lohnt sich. Jetzt seht ihr ein Schmuckstück. Ich guck mal eben, ob hier alles ruhig ist. So, Leute, jetzt guckt euch das mal an hier. Dafür lohnt sich tatsächlich jede Kletterei. Guckt euch das an. Ein Prachtexemplar. Das sind Graffitis, Leute, wie ich sie liebe. Es ist einfach geil. Dafür hat es sich gelohnt, mit meinem dicken Hintern durch diese dünne Tür zu kriechen. Herrlich, Leute, guckt euch das an. Ein Prachtexemplar. Absolut geil. Ich sag euch, Leute, das ist einer der geilsten Locations. Ich habe euch ja gestern schon diese Textilfabrik gezeigt und da waren ja schon richtig schöne Graffitis. Aber hier, Leute, gibt es noch viel bessere. Und gleich kommt noch ein richtig geiles in dem anderen Gebäude. Eine Hammer-Location, eine riesige verlassene Schule mit den schönsten Graffitis, die ich bis jetzt gesehen habe. Ja, wenn ihr einen Screenshot machen möchtet, macht das gerne, Leute. Und ich bleibe jetzt noch ein paar Sekunden hier stehen und dann gehen wir weiter zum nächsten. So, ja, einfach geil, Leute. Wie Wolfgang Petri schon singt, einfach geil, endlich frei, denn die Sonne oder sowas ist vorbei, ne, denn die Woche ist vorbei, ne? Irgendwie so hat er das mal gesungen. Dann singe ich das jetzt mal anders, einfach geil, diese Schule ist so wunderbar. Oh, alles klar, das war der Rolf. Was schreibt der? Augenblick mal eben. Du bekommst Besuch. Aha, wer ist denn da? Ein Lost Placer, mit dem habe ich gequatscht. Der ist in Ordnung, hat dich im Live gesehen und möchte dich kennenlernen. Ja, viel Spaß bei der Suche. Ja, kann er gerne kommen, wenn er mich findet. Da ist gerade jemand gekommen, ist auch ein Lost Placer. Der Rolf steht ja vorne und guckt, wie immer. Der guckt, ob keiner guckt. Ja, wenn er mich findet, kann er gerne Hallo sagen. Aber das glaube ich eher weniger. Dafür ist das Gelände viel zu groß. Ne? Und der kennt das überhaupt gar nicht. Ich bin erstaunt, dass er das überhaupt gefunden hat.
Na dann viel Spaß, mein Freund. Also, wenn du mich findest, kannst du Hallo sagen. Wenn nicht, dann hast du Pech gehabt. Tut mir leid, aber ich suche dich jetzt nicht auf diesem riesigen Gelände. Da habe ich keine Lust zu. Das ist mir dafür einfach zu groß hier. Aber ich freue mich halt immer wieder, wenn mal jemand vorbeikommt. Keine Frage, Leute. Ist das nicht Skeletor, Leute? Hier, Skeletor aus He-Man. Kennt ihr die Serie noch aus den 80er Jahren? He-Man und Skeletor? Könnte sein, oder? Der telefoniert gerade und hackt wieder was aus, ne? Der ist böse. Der am Aushacken, ne? So. Oder Scream, ja, das kann auch sein. Aber der sieht ähnlich, der sieht für mich aus wie Skeletor, Leute. Aber kann natürlich sein, es kann auch Scream sein. Machen wir direkt mal noch ein Foto. Was haben wir denn hier entdeckt? Ist das der böse Bicht aus Scream oder doch Skeletor? Was ist es? Skeletor oder der böse Bicht aus Scream? Wer es auch immer ist, ich bin böse und er ist böse. Eine richtig geile Location. So, schönes Foto gemacht. Machst du Foto am Morgen, vertreibst du Kummer und Sorgen. Ja, das ist Scream. Aber tatsächlich, das könnte auch Skeletor sein. Ne? Der sieht ihm ähnlich. So Leute, wir gehen mal weiter. Hier ist nämlich irgendwo noch so ein schönes Graffiti. Mal schauen. Ja, da kommt es jetzt. Guckt mal. Was guckst du? Ne? Was guckst du? Von 2021 ist das, Leute. Die hinterlassen ja manchmal, wann sie es gemacht haben. Sieht auch schön aus. Er läuft in die falsche Richtung. Ja, wusste ich doch. Ja, der soll sich in Ruhe das Gelände angucken. Und gut ist. Der ist beeindruckt. Wie heißt der Typ denn? Ja, der Lost Placer ist jetzt tatsächlich hier hingekommen, um mich kennenzulernen und rennt gerade in die falsche Richtung. Naja, ist ja nicht schlimm. Das Gebäude und das Gelände ist einfach zu groß. Na? Aha. Ja, da hast du recht, Stefanie. Aber für mich sehen die irgendwie tatsächlich alle gleich aus. Aber dass das Scream ist, weiß ich natürlich. Aber ich mache halt auch immer so ein paar Witze. Das muss sein. Skeletor, der böse Wicht oder Ruby. Der Böse. Hier, guckt euch mal an, wie groß dieses Gelände ist. Ne? Und da sind die Wohnhäuser da hinten, was ich gerade auch gesagt habe. Da unten steht eine Tür offen. Das war beim letzten Mal nicht. Okay. Leute, guckt euch das an hier. Alarm gesichert. Ja, also, ja, aber wo ist denn, also Leute, was macht eine Tür ohne Treppe? Das ist die Tür ins Verderben. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Das erinnert mich an das Autohaus, das ich letzten Sonntag besucht habe. Da hatten wir auch so eine Tür, die ins Verderben führte. Da war auch keine Treppe, ne? Guckt euch das mal an hier. Wo ist die Treppe? Wer hat die Treppe geklaut? In welchem Bundesland? Das ist Nordrhein-Westfalen, Leute. Der genaue Ort wird nicht bekannt gegeben, um diese riesige, schöne Schule zu beschützen. Hier wurde nämlich schon leider Feuer gelegt von irgendwelchen Bekloppten, die es nicht sein lassen können. Mal eben gucken. Gestern noch mit jemandem geschrieben, er macht auch PU. So. Ja Leute, wenn euch das live gefällt, dann bitte weiter teilen. Ganz wichtig, teilt bitte das live. Wer mich unterstützen möchte, kann gerne den Kanal abonnieren. Darüber freue ich mich auch. Nicht vergessen, die Glocke aktivieren. Morgen geht es nämlich weiter. Morgen früh zwischen 9 und 10. Leider wird es morgen etwas früher, als ich geplant habe. Ne, aber es ist nicht anders möglich, weil die drei Mädels, mit denen ich mich morgen treffe, drei richtig nette, liebe Mädels, die haben nur Vormittagszeit und deshalb treffe ich mich früh mit denen. Und ich schwöre euch, morgen gibt es eine Location zu sehen, die ist echt wunderschön. Leute, es wird morgen genauso spannend wie heute. Ich hoffe, ihr seid morgen kurz nach 9 schon dabei. Morgen komme ich leider tatsächlich eine Stunde früher, als ich es normalerweise mache.
Also wer Lust hat, stellt sich einfach den Wecker auf 8.59 Uhr. Ich denke mal so zwischen 9 Uhr, 9.30 Uhr ungefähr komme ich live. Man weiß ja nie genau, wie lange man braucht, bis man ankommt. Ne? Wir warten mal ab. Da gehen wir jetzt gleich rein, Leute. Da werdet ihr auch ein Graffiti zu sehen bekommen, das viele von euch aus einem ganz, ganz bekannten Film kennen. Ich hoffe, es ist noch da. Also im letzten Jahr war es das. So, hier haben damals die Lehrer gewohnt in dem Gebäude. Hier sind noch die Briefkästen. Ja, zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr irgendwann geht's los. Ich kann das tatsächlich nicht genau sagen, aber wir treffen uns morgen um 9 Uhr, Leute. Und das heißt, sobald wir uns getroffen haben, da quatschen wir kurz und dann geht es auch schon los. Dann geht's los, Leute. Ja, das ist auch riesig, was ich euch morgen zeigen werde. Lasst euch überraschen, es wird spannend. Ihr werdet wirklich erfreut sein, das garantiere ich. Also hier oben haben dann die Lehrkräfte gewohnt. So. Gehen wir hier einmal durch. Hier war irgendwo auch mal ein schönes Graffiti. Mal gucken, ob das noch da ist. Ja, ist es noch. Prima, könnt ihr euch auch angucken, aber erstmal gehen wir hier rein. Hier zeige ich euch mal, wie alt die Schule ist. Kennt ihr noch solche Fenster mit Einverglasung? Hier, schaut mal, diese Fenster von früher, 70er oder 60er Jahre Look, gibt es heute, glaube ich, gar nicht mehr. Ne? Habt ihr noch solche Fenster bei euch mit Einverglasung? Schreibt mal in den Chat. Das ist das Gebäude, in dem man leider nur von der Rückseite reinkommt. Deswegen, da sind die Wohnhäuser, Leute. Und das ist halt immer so ein Problem. Deshalb geht es hier nur über die Rückseite rein, damit man eben nicht gesehen wird. Weil das ist tatsächlich so, ich gehe mal davon aus, dass die Anwohner echt die Faxen dicke haben. Ich kann das aber auch nachvollziehen, so wie das hier aussieht. Hier ist wieder so ein schönes Graffiti. Ich mache mal die Tür zu. So, dann kann ich mich hier besser hinstellen, weil hier fällt einem einfach alles auf den Kopf. Guckt euch das mal an hier. Richtig geil. Nein, aber eine alte Zweifachverglasung, ja, Küche gibt es auch. Aber diese Fenster hier, die sind richtig alt, Leute. Ich kenne die tatsächlich noch aus meiner Kindheit. Meine Schule hatte das auch. Ich bin nämlich ein Kind aus den 80ern, Leute. Und meine Schule war damals in Düsseldorf. Und die ist tatsächlich bis heute eine Schule und kein Lost Place. Ne? Ich habe mir aber tatsächlich überlegt, ich werde euch demnächst mal meine alte Schule und ein Gebäude zeigen, in dem ich als Kind zu Hause war. Das steht alles unter Denkmalschutz, ist aber kein Lost Place. Ich komme irgendwann, wenn ich in Düsseldorf mal bin, komme ich live, Leute. Da werde ich euch das zeigen. Das kann auch ruhig jeder wissen, dass es in Düsseldorf ist, weil es ist kein Lost Place, sondern alles aktiv. Vielleicht treffe ich noch meinen Hausmeister aus Kindestagen. Den gibt es nämlich immer noch. Ne, der ist zwar schon Rentner, der ist aber tatsächlich immer noch Hausmeister auf dem Gelände. Und überlegt mal, wie lang das her ist mit den 80er Jahren. Ne? Das ist ein Opa. Ne, der war immer lieb. Ich kann mich noch genau erinnern an seinen Namen. Zimusek. Zimusek, der hatte so einen richtig coolen, komischen Namen. Damit haben wir den übrigens immer geärgert. Aber das war ein ganz lieber. Ne, das ist echt... Werde ich euch demnächst mal zeigen, wenn ich in Düsseldorf bin. In der Gegend da unten, dann komme ich mal live und zeige euch das mal. Das ist eine richtig schöne Schule, Leute. Und wenn ich den Hausmeister antreffen sollte, und der ist noch der, dann frage ich ihn, ob ich mal mit ihm durch das alte Gebäude aus Kindertagen gehen kann. Und ich zeige euch das dann mal. Dann seht ihr zumindest mal eine Schule, die nicht so zerstört ist. Ne? Die noch funktionstüchtig ist. Ist ja auch mal was. Wann aber, kann ich euch noch nicht sagen, Leute. So, jetzt mache ich hier drin erstmal die Taschenlampe aus. Wegen der Wohnhäuser gegenüber. Schaut euch das an hier. Alles kaputt. Nicht nachvollziehbar sowas. So. Brauchst du nicht mal mehr die Tür aufzumachen. Hier kannst du durch die Tür klettern. Hier ist eine abgeschlossene Tür, Leute. Die sieht zumindest abgeschlossen aus. Ist sie auch. Ist bestimmt der einzige Raum, der noch
der noch heile ist. Vielleicht haben sich aber auch hier Obdachlose eingerichtet. Das kann auch immer sein. Was auch völlig in Ordnung ist. Ich war ja vor kurzem in so einem verlassenen Krankenhaus. Da haben sich auch die Obdachlosen eingerichtet, tatsächlich mit Schlüssel und alles, haben die sich da irgendwie die Tür eingebaut, dass sie die abschließen konnten. Das war schon echt interessant, aber natürlich gut zu verstehen bei den ganzen Krawallmachern, die ja überall unterwegs sind. Leute, überall Vandalismus. Ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne stellen. Orte werden nicht bekannt gegeben, das wisst ihr. Wenn euch das live gefällt, dann bitte teilen. Jetzt gehen wir runter, Leute, und rüber ins Gebäude mit diesem Wahnsinns-Graffiti. Ich hoffe, es ist noch da und jeder von euch wird diesen Film kennen. Ob ihn jeder gesehen hat, weiß ich nicht. Ich habe ihn gesehen und zwar alle Folgen. Und ich sage euch, es war der Hammer. Und meine Freundin, die hat die ganze Zeit geschrien vor Angst. Das war immer lustig. Ich sag, Mensch, das ist doch nur ein Film. Ah, immer wieder. Ah, hey, ah. Ich sag, halt jetzt endlich die Klappe, habe ich ihr gesagt. Ich konnte von dem Film gar nichts hören, weil die dauernd am Schreien war. So, Leute. Jetzt müssen wir einmal ganz schnell gucken, dass wir so schnell wie möglich darüber kommen, ohne dass wir gesehen werden. So, jetzt gucke ich erstmal, ob da keiner auf dem Parkplatz ist. Augenblick, Leute. Weil jetzt bleibt uns keine Wahl. Wir müssen auf die andere Seite, das ist der einzige Zugang. Aber es ist alles ruhig. Dann einmal ganz schnell, damit ich jetzt nicht gesehen werde. Das ist leider der einzige Weg, der in dieses Gebäude führt, wegen den Zäunen hier, Leute. Da waren wir eben drin in der Schulabteilung, da habe ich euch das Gebäude ja schon mal gezeigt. Und jetzt gehen wir da rein. So, da ist ja die Schwimmhalle, beziehungsweise, nee, da ist die Turnhalle, da ist die Schwimmhalle. So. So, Leute, das ist jetzt hier das nächste und das letzte Gebäude. Und jetzt zeige ich euch, ja, es ist noch da, ich sehe es schon. Leute, jetzt kommt mein Lieblingsgraffiti aus meinem Lieblingsfilm und ihr werdet es alle kennen, ich schwöre es euch, da ist er. Guten Morgen, mein Lieber, ich bin's wieder. Du kennst mich, ich habe dich gesehen, ich weiß, was du angestellt hast, du Lausenlümmel. Da ist er. Leute, ihr kennt ihn alle, ich habe ihn auf DVD, ich liebe ihn, ich finde ihn geil. Na? Kennst du nicht? Also das glaube ich dir nicht. Ne? Halloween. Halloween. Teil 1. Halloween Teil 2. Tina, du kennst das auch nicht. Du kennst die berühmten Kultfilme nicht von Michael Myers. Also, den gibt es übrigens auch als Freitag der 13. Da hieß der Jason. Da war der aber tatsächlich ein bisschen anders. Das hier ist jetzt tatsächlich der Michael Myers aus den Halloween-Filmen. Und ich liebe diese Filme. Einfach geil, Leute. Einfach geil. Der beste Film, ja. Ich finde die richtig klasse, Leute. Richtig geile Location. Ja, die sind echt gut. Das ist aber tatsächlich alles Horror, Leute. Also nichts für schwache Nerven. Ich sage euch, Leute, eine richtig geile Location. Richtig schick, richtig schön. Ich nicht, ich liebe Horror. Das ist das Beste vom Besten, Leute. Das Geilste vom Geilen, ich find's klasse.
richtig schöne, richtig geile Graffitis. Wir machen weiter, Leute. Das ist jetzt das letzte Gebäude für heute, Leute. Und nicht vergessen, morgen geht es weiter, ihr wisst es. Morgen geht es etwas früher los, so zwischen 9 und 10. Also ich denke mal so 9 Uhr, 9.30 Uhr. Ich kann es nicht genau sagen. Da starten wir. Hier das nächste geile Graffiti. Morgen gibt es sehr wahrscheinlich ein verlassenes Krankenhaus oder Altenheim oder beides zu sehen. Leute, schaut es euch an. Das ist so geil. Das bin ich, wenn ich schlecht gelaunt bin. Ja, das bin ich, genau, am frühen Morgen. Ich bin immer aus der Puste, Leute. Das ist ganz normal. Katze auf Speed. Ja, ist schon echt heftig. So, ich muss jetzt noch ein ganz kleines, kurzes Video drehen. Das könnt ihr euch heute Abend dann angucken auf TikTok. Augenblick. Habe ich jetzt alles richtig? Ja, müssen wir nur noch starten, ne? So, wenn ihr mehr von dieser wunderschönen, verlassenen Schule sehen möchtet, dann empfehle ich euch meinen YouTube-Kanal, den Link gibt es in der Bio. So, das haben wir. Weil den anderen hier, Michael Myers, den habe ich schon bei TikTok drin. Von letztem Jahr. So, das haben wir auch, Leute. Ich würde sagen, wir machen mal weiter. Da bin ich nochmal. Ja, ja, das bin ich. Weiß ich genau. So. Der rennt immer noch in der falschen Richtung. Ja, ich kann es nicht ändern. Ich sag ja, das ist alles zu groß hier. Man findet die Leute hier nicht. Ich finde ihn, wenn ich ihn finden will. Aber Leute, ich muss gleich die Heimreise antreten, damit das nicht zu spät wird. Weil heute ist Freitag, Leute. Die Schüler haben zu früh Feierabend und die machen mir einfach zu viel Terz in Bus und Bahn. Aber sowas habe ich einfach keine Lust. Aber ich besuche tatsächlich solche Locations wie diese hier lieber in der Woche. Dann ist es hier ruhiger. Ihr seht es ja auch, weil in der Woche, ne, immer besser. Am Wochenende zu viel Krawallmacher unterwegs. Wir waren ja hier schon, mit Michael war ich samstags hier. Da waren hier ein paar unterwegs, die waren aber nicht auf Krawall gebürstet, aber man sieht halt, ne, da ist immer mehr unterwegs, als wenn man, Moment, habe ich da jetzt schon wieder was verpasst, Augenblick, nochmal einmal kurz zurück, ne, da war nur das hier, war da noch eins, ne, alles klar, gut, prima, Leute, eine riesige verlassene super Schule. So. Ach so, ja, hier waren wir ja gerade. Zwei Eingänge. Da war damals der Haupteingang, Leute. Da können wir natürlich nicht raus. Wegen der Wohnhäuser. So, Leute, jetzt zeige ich euch noch mal hier diesen Raum. Dann habt ihr diese wunderschöne, verlassene Schule in voller Länge gesehen. Ich habe euch natürlich nicht jedes dieser eckigen Gebäude gezeigt. Aber wie gesagt, die sehen tatsächlich alle gleich aus. Ich verabschiede mich von euch. Wir sehen uns morgen. Nicht vergessen, morgen komme ich etwas früher, so zwischen 9 und 9.30 Uhr. Circa wird es losgehen. Vielleicht ein paar Minuten früher oder später, das werdet ihr ja sehen. Und am besten einfach die Glocke aktivieren. Morgen gibt es dann die nächste schöne Location. Ich freue mich, wenn ihr morgen Vormittag dabei seid, zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr. Und Sonntag, denke ich mal, wieder normal ab 10 Uhr. So, Leute, macht es gut. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Freitag. Ich bin jetzt weg. Vielleicht treffe ich diesen anderen aus Plesser ja noch, bevor ich das Gelände verlasse. Wir sehen uns bis morgen. Danke fürs Zuschauen, fürs Folgen, für die Geschenke. Bis morgen. Ciao.